Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf zu einem neuen Adventskalender-Video auf meinem Kanal. Das wird Tag 14 sein, wie ihr es im Titel auch schon lesen könnt. Ich bin ja jetzt ein bisschen hinterher gewesen, beziehungsweise hab's halt im Stress und so, aber es werdet ihr in dem 15. Tag auch noch hören. Das habe ich auch schon gedreht. Und ja, wie ihr schon im Titel lesen könnt, die Darts-WM ist losgegangen. Ja. Und zwar am 14. Dezember, jetzt haben wir schon 15., ich weiß. Deswegen sage ich ja. Wartet, ich tu für euch was aufschlagen. Aufschlagen, wie das klingt. Und zwar, gestern war ja schon die erste Session. Da haben unter anderem gespielt, Steve Beaton hat 3-1 gewonnen gegen William O'Connor. James Wilson hat 3-2 gewonnen gegen Christoph Ratajczki. Van Gerven hat 3-0 gewonnen gegen Christian Kist. Und Gervin Price hat 3-0 gewonnen gegen Ted Evans. Oder wie er nochmal heißt, keine Ahnung. Ja, wir sind gerade beim dritten. Und ja. Und zwar hat Saigo Asada 2-1 gewonnen gegen Matas, gegen Gordon Matas. Das war ein Vorrundenspiel. Jetzt spielt gerade Vandenberg gegen Bunting. Vandenberg führt mit 2-0. Danach spielt Taylor gegen Dobie und dann Wapkos gegen Asada nochmal. Also nochmal Asada. Ja, bin gespannt, wie die WM wird. Ist ja leider die letzte WM für Taylor. Beziehungsweise sein letztes Turnier überhaupt im Profibereich. Er wird zwar, ich glaube, jeden zweiten Tag eine Exhibition machen. Auch in Deutschland werden viele kommen. Exhibitions. Mal gucken, vielleicht kann ich mal irgendwo hingehen. Kann ich auch vloggen und so. Wäre auch cool. Und ja. Bin gespannt, wie die Darts-WM wird. Ich denke mal, ich hoffe auf ein Finale von Gerven gegen Taylor oder wieder Anderson. Aber dann wäre Taylor auf jeden Fall raus, weil die treffen im Viertelfinale gegeneinander, wenn es klappt. Und ja, bin echt gespannt. Schreibt mal eure Tipps so unten in die Kommentare, was ihr glaubt, wer da so gewinnt. Und ja, was ich auch noch sagen wollte, und zwar habe ich ein Tippspiel von der Darts WM mit einer Gruppe. Das haben wir hier über Kicktipp. Ich tu mal die Tabelle aufmachen. Ich bin gerade zurzeit Vierter. Ja. Ich habe jetzt seit 15 Punkte bis jetzt. Könnt ihr hier sehen. Wartet mal. Nee, das stimmt noch gar nicht. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall. Grüße gehen raus an alle Gruppenmitglieder. Manche werden das Video sehen. Und ja. Ja. Wie schon gesagt, schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr so tippt, wer das Turnier gewinnt, beziehungsweise wer ins Finale oder Halbfinale kommt. Schreibt es mal unten rein und schreibt mal auch rein, was ihr tippt, wie weit die Deutschen kommen. Martin Schindler und Kevin Münch sind ja dabei. Kevin Münch muss in der Vorrunde gegen diesen Russen Orschewskin oder so, heißt er, glaube ich. Ist auf jeden Fall kein Unbekannter. Hat schon viel Erfahrung gemacht, war auch schon ein, zwei Mal bei der WM dabei, beim World Cup of Darts mit Australien, mit Russland gespielt, gegen Australien unter anderem gewonnen. Ja, und Martin Schindler muss gegen Simon Whitlock. Ja, wird auf jeden Fall schwer gegen den Australier. Mal gucken, wie die WM wird. Ich hoffe, die wird geil. Ich denke mal schon. Hofft natürlich jeder. Und ja.
Das war's vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, bis morgen, haut rein und Peace. Beziehungsweise bis später. Ciao.